für uns einigermaßen normales Spiel, dass wir aufgrund der Gruppensituation, in die wir uns ja selber gebracht haben, aber natürlich, wo wir uns schon im Klaren darüber sind, wie die Wichtigkeit ist. Aber wir haben ein ganz ähnliches Spiel gehabt, jetzt gerade am Samstag, und werden versuchen, das gerade nochmal auf den Platz zu bringen, in ähnlicher Art und Weise, und versuchen, den Arsenal zu gewinnen. Die sind gut. Ja, die sind gut, sind auch in einer guten Verfassung. Die waren zum Zeitpunkt, als sie bei uns gespielt haben, auch nicht so in Topform. Und die sind jetzt, ich glaube, meine ich, von den letzten 8 Spielen auch 7 gewonnen. Also das sind schon 2 Top-Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Und dann guck mal, wer das bessere Ende für sich hat. Man muss sich Spielglück verdienen, und das versuchen wir heute, morgen Abend. Gut, klar, wenn man bei Bayern München gewinnt, hat man ja immer gute Stimmung. Aber wir wissen auch alle, dass die nächste Herausforderung jetzt in London schon wieder eine große ist. Es wird jedenfalls knapp, und die Mannschaft, die weniger Fehler macht, wird das Spiel am Ende gewinnen, da bin ich sicher. Ja, wir wollen nach vorne natürlich noch mehr gute Aktionen haben. Wir hatten in München, ja, sagen wir, vielleicht 4 Stück. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein paar drauflegen, damit es eben realistisch wird, da zu gewinnen. Weil auch Arsenal kann natürlich ein Tor schießen. Chancen werden sie auf jeden Fall haben. Das ist ja fast nicht zu verhindern gegen keine Mannschaft, dass sie eine Chance hat. Deswegen, ja, wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir uns genug Chancen erarbeiten, damit wir zur Not auch 2 Tore schießen können. Ein Sieg, ich glaube, der direkte Vergleich gegen Arsenal spielt dann keine Rolle, weil wir das Hinspiel unentschieden gespielt haben. Deswegen sind nur die 3 Punkte wichtig.